Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu Update 12. Es ist endlich soweit. Und das bedeutet, wir gehen heute alles durch, was man zum neuen Update wissen muss, beziehungsweise werde ich auch alles nochmal von meinem letzten Hell Let Loose Bootcamp Video, das ja bei Update 10 entstanden ist, nochmal aufrollen. Was ist seit Update 10? Hat sich geändert, vor allem jetzt mit Update 12 und dem letzten größeren. Und ja, dazu erst einmal willkommen, willkommen. Schön, dass ihr da seid. So, hier sehen wir auf jeden Fall schon mal das Update 12, Developer Briefing. Und da ist, wie gesagt, eine ganze Menge dabei. Wir haben unter anderem, ich fange mal an, den neuen US M4A3 Medium Tank. Und da ist auch schon der neue Reskin Hades, den mittleren Tank von den Amerikanern. Der alte mittlere Tank ist damit obsolet. Der war nämlich eins der ältesten Modelle des Spiels und der hat jetzt diesen neuen Skin kredenzt bekommen. Natürlich auch mit Smart Material. Ne? Er ist ziemlich gleich, bis auf das Äußere. Ansonsten handhabt er sich genauso wie der alte und kann natürlich dementsprechend auch genauso viel einstecken. Also an der Panzerung oder sonstiges hat sich nichts getan. Es ist nach wie vor noch gleicher Tank. Eine Änderung gibt es allerdings, die bei diesem Tank komplett neu ist. Und zwar der mittlere Sherman hat Smoke-Granaten bekommen. Gib ihm. Tatsächlich. Smokes für den mittleren. Schade, dass der Panther keine bekommen hat. Naja, sad life. Außerdem haben wir die Half-Track-MGs. Endlich gibt es sie. Es ist soweit. Das Half-Track hat ein MG bekommen. Sehr, 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 sehr geil. Great success. Über die, wie es läuft, sagen wir mal so, es ist sehr eingeschränkt. Also wie ihr sehen könnt, ich kann hier nicht ganz so weit nach links und rechts. Nach oben und unten ist auch eingeschränkt. Also es ist tatsächlich ein rein defensives MG nach vorne weg. Und wird deswegen extrem wichtig sein, wie man das MG hinstellt, das Half-Track, sodass das MG noch wirken kann. Des Weiteren, an den Panzern hat sich auch einiges getan. Da sind wir jetzt schon bei der neuen Panzerschau. Yes! Punkt Nummer 1, wir haben Smart Materials gekriegt. Smart Materials für die drei bisher existierenden Tanks. Ich zeig's mal kurz. Richtig, richtig schnieke. Sogar hier mit Original-Handabdruck. Und schaut einfach besser aus. Ist eine HD-Textur. Vor allem auch hier beim Tiger endlich mal gut getarnt. Und natürlich auch richtig, richtig gut der Panzer 4. Schaut euch das an. Wirklich geil. Damit kann man endlich auch mal sagen, die Panzer sind jetzt ebenfalls on par mit den ganzen Ami-Tanks und können sich da quasi tarntechnisch, müssen sie sich nicht verstecken. Und natürlich, wer hätte es gedacht, der Panther ist zurück. Schaut euch dieses wunderschöne Stück Technik an. Er ist wieder mit im Spiel, auch mit Smart Material. Er hat hier so eine Art, ja, schon fast Erbsenmuster bekommen im Vergleich zu den anderen. Ein bisschen was Eigenes. Ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr froh. Er kostet das gleiche wie der Tiger aktuell und wir werden definitiv dann nochmal drauf eingehen, was der genauso kann. Nur noch eine Sache zu den Smart Materials. Falls ihr euch fragt, ja, schön und gut, aber was soll das genau? Punkt Nummer 1, HD-Texturen, wie ich schon sagte. Es schaut nicht nur besser aus, sondern ist wirklich eine High-Definition-Nummer. Punkt Nummer 2, es ist Performance-Kosten einsparend. Also sprich, es ist fürs System leichter zu managen, das darzustellen, als tatsächlich die alten, schlechteren Texturen. Und Punkt Nummer 3, sie haben schon gesagt, mit diesen Smart Materials können sie in Zukunft mehr Sachen anstellen. Soll heißen, sie können zum Beispiel Variationen in die Tanks reinbringen, dass nicht mehr alle 1:1 gleich ausschauen, um so die Authentizität zu steigern. Also ich freue mich drauf und finde definitiv great success. Geile, geile Nummer. Und jetzt das kleine Highlight, wie fährt sich der Panther. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Optisch, jetzt mal vom Smart Material abgesehen, ist es, glaube ich, noch das Gleiche. Volle 7 Sekunden braucht man jetzt hier, um den Sitz zu wechseln, just so you know. Aber das Erste und Wichtigste natürlich, wie schnell kommt er auf Touren? Und dann muss ich sagen, yes, please. Richtig schön schnell. Auch gut manövrierbar, noch im vierten Gang, so wie es aussieht. Aber eins der wichtigsten Sachen, wie schnell kann er drehen, vor allem wenn irgendwas passiert. 6-7 Sekunden bis zur vollen Drehung. Okay, also das ist eher Heavy Tank-like. Aber rein von der Manövrierbarkeit finde ich es immer noch in Ordnung. Ich würde sagen, ist okay. Wenn man es jetzt im direkten Vergleich zieht zum Tiger, wäre es natürlich interessant. Er ist im Top-Speed bestimmt deutlich schneller. Sogar hier leicht bergauf durch den Wald.
Schafft da 20, 21 km/h, das ist schon mal nicht schlecht. Und mit der schweren Panzerung, aber der Medium-Kanone, ich glaube, das könnte mein neuer Lieblingstank werden. Es kommt natürlich jetzt dann darauf an, wie schlägt er sich tatsächlich gegen Infanterie im Vergleich zum mittleren. Aber rein von der Agilität her, als Angriffstank, schnell, agil, zum Flankieren, glaub, da gibt es nicht viel, außer einer direkten Konfrontation mit einem 76er, die dem Probleme bereiten wird. Ich freue mich. Sehr nice. Ganz kurz nochmal zum Tiger im direkten Vergleich. Aber man merkt schon auch hier im zweiten Gang deutlich langsamer im Drehen. Er schaltet auch nicht ganz so schnell und so schön hoch. Und jetzt im Vollgas. Naja, 16, 17. Also man sieht schon 15 tatsächlich. Man sieht schon, der Tiger nach wie vor sehr, sehr, sehr viel langsamer. Ich würde mal behaupten, im direkten Battle könnte das schon definitiv ein Unterschied sein. Vor allem auch, wie schnell bin ich vorne an der Front. Dann darf man nämlich auch nicht übersehen. Allerdings eine Sache jetzt. Im ersten Gang kann das sein, dass der Tiger schneller vorwärts dreht als der Panther. Nö, sie sind tatsächlich ziemlich gleich. Es hat sich jetzt nur so angefühlt. Aber was die Turnrate betrifft, sind Tiger und Panther tatsächlich gleich. Die Balance, ich glaube, ich finde sie nice. Also Tiger, Panzer, Lux haben wir alles vorgestellt. Dann gehen wir mal weiter mit der Flare Gun. Hier übrigens so viel zum Kreis. Wenn ein Spotter mit der Flare Gun in die Luft schießt, dann seht ihr das inzwischen auch auf der Map. Also sehr, sehr gut. Hier ist klar erkennbar. Oh, da war eine Flare Gun am Werk. Sieht doch ganz geil aus. Ja, tatsächlich doch. Der gesamte Bereich unterhalb der Flare wird doch relativ schön erleuchtet. Der ein oder andere fragt sich wahrscheinlich, kann man sterben, wenn man mit einer Flare Gun abgeschossen wird? Die Antwort ist ja. So, ja, wie gesagt, es hat jetzt der Spotter in seinem zweiten Loadout diese Flare Gun. Kann sie tatsächlich auch tagsüber benutzen. Sehr, sehr praktisch. Wir haben außerdem noch ein paar Gameplay-Features. Eine der richtig, richtig krassesten, auch optisch und akustisch, ist definitiv der Precision Strike. Präzisionsschlag. Für die Deutschen ist es der sogenannte Stuka-Angriff. Wir haben hier einen 75er Heavy Tank und ich würde mal sagen, wir schauen mal an, was so ein Precision Strike alles anrichten kann. Man hört ihn kurz vor der Hälfte schon. Ja, nice. Okay, das ist der Precision Strike. Der wird definitiv in Zukunft für alle Single-Tanker und Camper, die Ewigkeiten auf demselben Platz stehen, ein absolutes Todesurteil sein. Also, ich finde es sehr, sehr interessant. Kostet halt 500 Öcken, 20 Minuten Cooldown. Nice Sache für einen Commander. Finde ich gut. Dann gibt es außerdem noch den Ammo-Drop. Der Ammo-Drop könnte sich auch als hilfreich erweisen. Ich habe jetzt einmal hier einen angefordert, wie tatsächlich wichtig der sein wird. Ich denke mal in der Verteidigungsstellung. Da könnte dieser Munitionsabwurf tatsächlich was bringen, denn es gibt oft genug entweder Supplier, die das zweite Loadout noch nicht haben, oder halt einfach, wenn der Antitank unbedingt Munition braucht und es kommt einfach nichts, das ist halt wirklich nicht so gut. Also, warten mal. Auf ihn. Mit dem wird sich jeder auffüllen können. Der Munitionsdrop hat einen Cooldown von 10 Minuten und kostet nur 100 Munition. Also von dem her okay. So, da vorne ist es gelandet. Die Kiste ist unten. Hier an dieser wunderschönen Munitionskiste wird sich einfach jeder komplett nochmal mit Munition ausrüsten können. Ob das Settle Charges, ob das normale Munition und Explosive ist. Also total egal. Jeder kann hier sich nochmal aufstocken. Hier können wir auch sehen, was sich bei den neuen Maps getan hat. Zum einen bekommen wir die brandneue Map Remagen im Warfare und Warfare Nachtmodus, zusätzlich Offensive von beiden Seiten. Außerdem gibt es jetzt auch für Foy, Purple Heartline, Hurtgen Forest und Kursk Nachtmaps. Und hier, Leute, auch nochmal ein kleiner Überblick über Foy bei Nacht. Es gibt endlich die Nachtmaps und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr drauf. Hingegen bei Foy, tatsächlich durch den Schnee, ist die Map nach wie vor noch so hell, dass, ich sag mal, meine Befürchtung sich nicht bestätigt. Man kann hier nach wie vor noch alles hervorragend sehen. Also hier nochmal Foy bei Nacht. Omaha Beach hat außerdem noch einige Map-Änderungen bekommen im Warfare-Modus. Zum Beispiel der Strand wurde mit zusätzlichen Booten ausgestattet, in denen jetzt die Tanks spawnen. Und es gibt einen Offensive-Modus für die Deutschen. Sehr, sehr nice.
Neben einigen Audioeffekten gibt es noch ein paar visuelle Effekte und die sind sehr, sehr gelungen, meiner Meinung nach. Zum einen, hier kann man auch nochmal ganz schön sehen, dass auch das Mündungsfeuer überarbeitet wurde, sodass es auf Nachtmaps leichter zu sehen ist. Ja doch, sieht gut aus. Das bezieht sich außerdem auch auf die Artillerie, Panzer und ja, die Panzerschreck- und Bazooka-Raketen. Wie üblich gab es natürlich noch einen Riesenhaufen Bugfixes und kleinere Änderungen. Wenn ihr die nochmal anschauen wollt, unbedingt nochmal reingucken. Ich möchte jetzt noch auf ein paar Balance-Änderungen eingehen, die mit diesem Update 12 ins Spiel gekommen sind. Pack wurde auch geändert. Wie ihr vielleicht gelesen habt, die wurde tatsächlich von 600 auf 350 Schaden reduziert und auch die Aufbauzeit dauert länger. Der gute Makuri und der Agent, die helfen wir hier gerade, um zu schauen, wie viel Schaden macht das Ding am Panzer 4. Also, ihr zwei, ich würde mal sagen, gib ihm. Erster Hit, zweiter Hit, da wäre er schon tot gewesen jetzt, oder zerstört gewesen. Drei Hits braucht jetzt ein Medium. Test Nummer 2 und zwar an dem Panther. Also Panther, Heavy Tank, schwere Panzerung. Mal schauen, was die Pack so bei ihm anrichtet. So, Makuri und Agent, ich bitte mal darum, gebt ihm mal voll den Hit auf die Frontpanzerung. Ein Drittel weg. Noch einer. Zwei Drittel weg, okay, beim dritten wäre es down. Also halten wir fest, der Panther braucht dann tatsächlich auch 3 Hits. Aber 3 finde ich auf jeden Fall schon mal besser als 2. Gibt's Bescheid. 3 Hits. Pack Nummer 3. Wir sitzen jetzt hier gerade im Tiger. Dabei ist uns übrigens aufgefallen, guck mal, das Fahrerfenster wurde tatsächlich erweitert. Also man hat nach links und rechts weg tatsächlich jetzt einen besseren Blick. Wer sich erinnert, hier links waren quasi noch die Strichliste der Abschüsse. Die ist jetzt hier ganz unten zwischen den Anzeigen tatsächlich hingerutscht. Dann gucken wir mal, wie der Tiger bestehen kann. Ein Drittel, tatsächlich. Also auch beim Tiger. 3 Schuss und er ist down. Also fassen wir zusammen. Ab mittlerer Tank braucht jetzt zumindest frontal, also von den Seiten und hinten ist natürlich wieder was anderes, aber frontal eine Pack. Standardgemäß 3 Schuss, um einen Panzer zu zerstören. Gut zu wissen. Übrigens, was man hier auch noch sehen kann, es ist jetzt endlich genauso wie in den Konsolen, wenn jemand eine Hauptwaffe quasi wegsteckt, um zum Beispiel eine Granate zu ziehen, dann landet die Waffe auf dem Rücken. Für alle, die es nicht wissen, die Nachladeanimation konnte nicht unterbrochen werden. Aber jetzt mit Update 12, wenn irgendjemand mal plötzlich mittendrin rausspringt, könnt ihr trotzdem auf eine Sidewaffe oder was anderes wechseln. Das heißt, die Nachladeanimation ist jetzt unterbrechbar. Noch so eine Sache, die neu reingekommen ist. Wracks können jetzt nicht nur mit der Rucksackladung, also mit der Saddle Charge zerstört werden, sondern auch mit Explosives, also sprich Panzer oder Antitanks oder halt auch eine Pack. Hier, Makuri und Agent, gib ihm. Und siehe da, das Wrack ist immer noch da. Okay. Dann ist Pack davon ausgenommen. Interessant. Okay, jetzt wir probieren es dann auch nochmal. Ah, 3 Schuss hat es gedauert. Passt. Okay, now, wir wissen Bescheid. 3 Schuss und dann kann man tatsächlich mit einer Pack so ein Wreck wegmachen. Das wird vor allem für die ganzen Panzerfahrer eins nice to know. Für alle, die sich auch gewundert haben, willkommen auf dem ersten Plateau hier. Man kann es nochmal schön erkennen auf der neuen Map Remagen. Wir sind hier direkt in der Mitte und können von hier aus direkt die Brücke sehen. Also die Weitsicht. Respektikus, die ist schon echt heftig hier oben. Heftig. Ich erwarte natürlich auch Packs und alles Mögliche hier oben. Aber ich denke mal, wenn hier sich Packs so ein bisschen schräg stellen, beziehungsweise Panzer, dann können die hier auch richtig, richtig heftigen Damage machen. Aber zuvor, was interessiert uns alle? Man müsste hier als Deutscher komplett außen rumfahren. Kann man das nicht vielleicht irgendwie skippen? Wir probieren es mal aus. Und auf geht's. Geronimo! Gib ihm Vollgas! Und, yes, please! Es funktioniert schon irgendwie und ich bin auf den Rädern gelandet, tatsächlich. Also, man kann hier in der Tat ein bisschen abkürzen. Also für jeden, der es nicht wusste, ist natürlich sehr gefährlich in einem richtigen Game, wenn hier alles voller Feindinfanterie und Panzer und so ist. Aber hey, man kann tatsächlich hier unbeschadet runterspringen. Ist auf jeden Fall doch ganz gut, das zu wissen. Great success!
Nun gut, so viel zum Update 12. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was darüber erzählen und hoffe, es ist für euch natürlich informativ gewesen. Ich würde mich natürlich freuen über ein Like und ein Abo. Wir gehen in großen Schritten Richtung der 1000 Subscriber zu. Und ja, seid gespannt in Zukunft. Da wird es nämlich jetzt auch noch eine Bootcamp-Miniseries geben. Bin schon auf eure Kommentare gespannt. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.